Als war. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir waren gerade bei Bauhaus, haben ein, zwei Sachen geholt für den Laden. Ich muss mal die Kamera hier sauber machen. Ich weiß nicht, wie Lina diese Kamera jedes Mal abknutscht, ne? So, jetzt ist es besser. Ich glaube, die steht auf die Kamera. Gefühle für die Kamera. Ja, wir fahren jetzt in die Arkaden, mit Lina ein bisschen spielen. Dann muss auch da schon auf die Arbeit. Ja, man sieht den Dom von hier. Krass, wusste ich gar nicht. So, wo Dom? Komischerweise, wenn ich dabei bin, du hast nichts zu reden. Ja, weil ich mir denke, vielleicht sagst du jetzt was. Was soll ich denn sagen, Schatz? Ich hab keine Ahnung. Hier bauen die wieder neue Häuser. Lina? In Köln bauen die so viele neue Häuser, aber wenn es nach einer Wohnungssuche geht, die haben keine Wohnungen zu vermieten. Komischerweise, alles. Aber glaub mir, die Mieten hier, ne, die sind richtig teuer. Vor allem hier in Kalk. Du zahlst für 13.900 Euro. Warum? Weil du neben Arkaden wohnst. Ja, das war's. Jetzt werden dir einige sagen, passt doch, ihr seid doch jeden Tag da. Echt? Ah, Mann. Wir sind nur hier, weil es in der Nähe ist. Würden wir in Nippes wohnen, wären wir, glaube ich, jeden Tag in Nippes. Oder? Die Sache ist auch, für Lina ist gut, weißt du? Ja, die kann hier nicht wegrennen. Wir sind nicht auf der Straße, fahren keine Autos. In der Stadt ist das immer so ein Ding. Da musst du Lina entweder in den Kinderwagen tun oder hinterherrennen, wie eine Verrückte. Leute, ich habe einen neuen Sänger, Rapper entdeckt. Oh, seine Lieder sind so schön. Ja, bitte. Danke. Wir wollen ihn nicht hören. Nee, ich mach den jetzt nicht an. So, wohin gehe ich jetzt? Am besten in die Mitte, oder? Wir sind doch in der Mitte, oder? Scheiße, schaut, wie fährt man hier denn? Zum Eingang. Ich habe meinen neuen Pulli an, der ist so warm. Und voll viele wollen ein Video mit Audel zusammen, wo wir unsere Klamotten zu tragen. Ich würde das liebend gerne machen. Das ist so schwer mit Lina, draußen zu filmen. Kann man nicht. Das ist richtig schwer. Dann müsste ich jeden Tag auch der filmen, was er anhat. Was er gerade anhat, ist auch neu, komplett. Mit Lina kannst du nichts machen. Ich kann einen Haul drehen, aber alles in einem Video zeigen, angezogen, das wird sehr, sehr schwer. Ich finde das auch sehr schön, weil dann sieht man halt, wie das angezogen aussieht, aber so, das ist ein bisschen schwierig. Oh, wir sind ja ganz oben. Erstens, sie fahren fahrlässig. Zweitens, sie dürfen nicht in dieser Richtung. Da ist ein Parkplatz da. Das ist ein Behindertenparkplatz. Ich bin doch behindert, was willst du von Schatz, mir? Nein! Ja. Nein, egal. Achso, ist auch Familienparkplatz? Ja, ja. Okay, das ist gut. Ich hasse das, wenn Leute beim Familienparkplatz parken, die gar keine Kinder haben. Das macht sehr, sehr viel. Vor allem beim Real, ne? Da gibt es ja auch diese Parkplätze. Ich höre, die das machen, das sind nur Kanaken. Meinst du? Ausland. Ja, yeah. Deutsche machen nicht mal sowas. Man weiß ja nie, ne? Unsere Menschheit ist immer fauler geworden. Ich kann nicht 5 Schritte mehr laufen. Naja, sie auch nicht. Sollen wir diesen Gutschein abholen, Schatz, bei Mediamarkt? Wofür brauchst du Gutschein? Hallo, 5 Euro lang. Money is money. Ja, wir haben von Mediamarkt einen 5-Euro-Gutschein bekommen. Letztes Mal hatten wir Batterien bekommen. Ja. Hier, Batterien. Was soll ich mit Batterien? Leute, schaut mal, die bauen hier so viele Häuser. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier, das sind alles neue Gebäude.
Und da sind schon neue Gebäude und die sehen so fantastisch aus. Und hier ist unsere kleine Lina. Die kleine Lina nimmt die Kamera. Ja. Aber die kleine Lina kriegt die Kamera nicht. Ja. Komm. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Also, Audel ist jetzt am Arbeiten. Genau, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Ich war total müde. Und ja, jetzt geht es mir etwas besser. Ich weiß nicht, seitdem ich diese Tabletten nehme, geht es mir eigentlich recht gut, aber keine Ahnung. Habt ihr euch schon meine neuen Partnertassen gezeigt? Also eins gehört Audel, eins gehört mir. Und wenn man das dann so hinstellt, steht da Audel Emmel und Lina. Voll süß, oder? Ja, das ist voll schön. Die anderen Tassen habe ich jetzt alle weggeschmissen. Ich habe nur noch diese personalisierten Tassen da. Genau. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt kochen. Und zwar gibt es Nudeln mit Buttergemüse. Ja? Telefonnummer bei Rande. Mama, wie habt ihr? Ja, Telefonnummer. Hat die Telefonnummer? Eigentlich kommt da Hähnchen rein, aber ich habe jetzt kein Hähnchen rausgeholt. Ja? Komm jetzt. Ja, bring mir bitte mein Handy. Lina. Wir haben gefrühstückt, bevor wir rausgegangen sind. So, jetzt muss ich erstmal meine Haare zubinden. Lina hat gerade mein Haargummi genommen. Und dann machen wir mal los. Ja? Und jetzt ist schon mal hier. Genau. Also. Oh! Ich koche jetzt schon mal und Audel kann dann später essen, wenn er nach Hause kommt. Soll ich das aufblasen? Achso, voll viele haben nach diesem Parfüm gefragt bei Zara. Das ist der hier, der riecht total, total lecker. Das heißt Zara Oriental. Audels hat er mit zur Arbeit genommen. Aber ich glaube, ich hatte mal, man sieht den in dem Video, in dem vorherigen Video oder davor das Video. Genau, wo Lina damit spielt am Tisch. Ich muss eins essen. Welches denn? Das hier? Okay, der darf jetzt ein Lolli essen. Ich muss die mal verstecken. Sonst sind die bis zu Linas Geburtstag futsch. Übrigens gab es heute eine Modenschau in den Arkaden von den Kindern. Voll süß. So, jetzt geh bitte runter. Geh, guck Marsha. Ja? Und Mama macht Mami. Genau. Die Kinder waren so süß. Die haben es so schön gemacht. Vor allem, wie die gelaufen sind, voll selbstbewusst. Ich hätte mich das nicht getraut in dem Alter. Ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt trauen würde. Lina liebt ja momentan Marsha total. Sie ist so verrückt danach. Sie hat die Folgen bestimmt schon tausendmal durchgeguckt. Und ich finde es aber auch witzig. Also Marsha ist echt eine schöne Kinderserie. Die Kleine ist voll süß. So, jetzt bin ich mal meine Haare hier zu. Dann brauche ich Nudeln. Ja, ich muss euch mal hier umstellen. Bin ich heller. Jetzt bin ich noch heller. So ist aber echt hell, ne? Ist das so gut eigentlich? Ja, ich finde das so viel besser, ne? So bin ich viel heller und schöner und dann ist es nicht so dunkel. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Nudeln. Auf jeden Fall eine Zwiebel. Boah, wir haben so lange nicht mehr Nudeln gegessen, merke ich gerade. Also wirklich sehr lange nicht mehr. Es wird langsam mal wieder Zeit. Ich wollte eigentlich heute Kumpel machen, aber das mache ich dann morgen. Und wenn ich morgen Kumpel machen muss, muss ich auch meinen Ofen sauber machen, meinen Backofen. Der sieht nämlich nicht mehr so schön aus. Ich mag das nicht, wenn man den Backofen nicht sauber macht. Ja. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch.
watch me, baby. Das Wohnzimmer aufräumen, ist ein bisschen unordentlich geworden. Ja, ich lasse Selina immer spielen und austoben. Macht es jetzt nichts aus, wenn die Wohnung danach katastrophal aussieht. Hauptsache, sie spielt, hat Spaß. Das Wetter ist heute total schön, finde ich. Ja, in den Arkaden ist heute sowas wie eine Neueröffnung gewesen. Die haben neue Möbel und so aufgestellt. Da war eine Kindermodenschau, habe ich euch aber, glaube ich, erzählt. Genau. Und wir werden jetzt morgen nochmal dahin gehen. Wir waren heute nur ganz kurz da. Wir waren Eis essen. Und ja, wir wollten halt, dass Dina heute ein bisschen rausgeht heute. Ja, morgen gehen wir auch dahin. Und dann schlafe ich bei meiner Mutter, damit auch der Sonntag ausschlafen kann. Mir kommt das so vor, als ob wir schon seit Wochen nicht mehr zusammen draußen waren. Aber morgen gehen wir dann wieder zusammen raus. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr habt schon alle bei den Gewinnspielen mitgemacht. Ich denke mal, wenn dieses Video jetzt online kommt, ist das Gewinnspiel schon online. Es haben sehr viele für Nein abgestimmt auf Instagram, die nicht mitmachen wollen, aber ich habe die meisten im Kopf. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass die trotzdem mitmachen werden. Ja, wir werden aber sowieso jemanden gewinnen lassen, der, wie gesagt, auch ehrlich rüberkommt. Ihr wisst, wenn Gewinnspiele stattfinden, dann ist jeder auf einmal nett und ja, die schauen uns, seitdem wir 100 Abonnenten haben, aber wenn ich dann in die Liste gucke, wer seit wann Abonnent ist, dann steht da seit einem Tag oder seit zwei Tagen, was ich auch sehr schade finde. Lieber bin ich ehrlich, wisst ihr, wie ich meine? Weil wir sehen es ja. Genau, auf jeden Fall räume ich hier jetzt auf. Ich muss die Küche aufräumen und dann brauche ich meine Shisha, weil morgen geht es nicht. Morgen, wenn ich bei meiner Mama schlafe, dann kann ich ja schlecht Shisha rauchen. Ja, das war's auch. Ich denke mal, ich vlogge morgen weiter. Und ja, das heißt, der Vlog geht gleich weiter. Ich hoffe, Lina schläft durch. Sie ist gestern einfach aufgestanden und ist zu mir gerannt. Also Leute, dann geht's gleich weiter. Ich hoffe, ich filme dann, wie ich nicht so fertig aussehe. Ich muss mich doch abschminken. Whenever I'm off to find a sunset, a flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Oh, wherever in the world you may be hiding, in a while I know you're coming home. We'll be right back.
Bäckle, Bäckle, wohin? So, wir haben Lina gerade angezogen. Lina hat so ein Haarbändchen an und die passende Hose dazu. Das hat sie zugeschickt bekommen, voll süß. Und ich habe dazu einmal so einen Schlüsselanhänger bekommen. Da steht Familie Said drauf. Oh, Lina, das sieht so süß aus. Genau. Und Lina hat sogar noch ein Kissen bekommen. Oh, scheiße. Mein Video sollte hochladen. Genau. Oh, und jetzt wieder weg. Genau, mein Video lädt nämlich hoch. Und Lina hat noch diesen schönen Kissen bekommen. Ja, ich hoffe, sie behält jetzt den Haarband an. Eigentlich macht sie das nicht so gerne. Ja, jetzt muss ich hier aufräumen, weil wir fahren in die Arkaden, wie gesagt. Ich muss eigentlich noch das Verlosungsvideo abdrehen. Am besten jetzt sofort. Aber Lina, mit Lina wird es anstrengend. Naja, ich räume erstmal hier auf und dann schauen wir mal, schreibt mal mit Audel, wie wir das mit der Verlosung machen. Also wie wir das drehen. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt zu Mama. Wir waren in Arkaden, haben aber nichts geholt. Salina hat das hier bekommen. Und ja, jetzt fahren wir zu Mama. Hm? Meine Mama. Zinnenmama, ja, das gehört dir. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause bei Mama. Ach, mir ist so warm. Ich bin die ganze Zeit am Schwitzen. Lecker. Ja, wir haben bei Playmobil durften wir einmal so drehen. Da war so ein Dings. Hakan hat einmal das hier für Lina gewonnen. Und ich habe einmal so eine Prinzessin mit einem Prinzen gewonnen. Bei mir ist direkt eine Krone gekommen. Ja, bei sowas habe ich total Glück. Ich weiß nicht warum. Da war noch eine Mütze, glaube ich, von der Prinzessin. Einmal das und das im Set. Und einmal das, was Lina in der Hand hat. Genau. Ja, wir waren bei Kaufland. Bei Kaufland war so ein Massageteil reduziert von 100 auf 40 oder 50. Ich wollte jetzt eins holen, aber ist ausverkauft. Obwohl das erst seit gestern, nee, seit vorgestern. Okay. Das ist natürlich schwieriger, ne? Ja, wir schlafen auf jeden Fall bei Mama. Wir wollten gleich einen Kaffee mit ihr trinken. Wir haben voll Lust drauf bekommen. Ja, wir haben, Lina hat noch die gewonnen. Also Fukan hat das gewonnen. Und Lina das. Ist, glaube ich, dasselbe sogar. Nee, doch nicht. Das für Mädchen, das für Jungs. Okay. Ja, dann waren wir bei Kaufland einkaufen. Ich mache jetzt für die Kinder Kiba. Hakan wollte einen Cocktail, aber... Dafür braucht man Sirup und bla 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 und es ist schade, der ist ja nicht hier. Der fährt ja wieder zurück. Ja, wir haben Milchbrötchen gekauft. Olo da. Boah Leute, mir ist so warm. Und voll viele auf Instagram haben gefragt, woher die Bluse ist. Das ist eins meiner gekauften Sachen bei Zara. Ich sitze übrigens auf dem Boden, mir ist unnormal warm. Ja. So, ihr Lieben, Audel hat mich jetzt abgeholt. Ich gehe jetzt runter. Ich zeige euch mal kurz mein Outfit. Ich habe ganz normal die neue Hose von Zara an. Und dieses Plüsch-Oberteil. Das ist so schön weich. Ja. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall zum Auto und dann mal schauen, wo es hingeht. Ich lasse mich mal überraschen. Ich weiß selber nicht, wo es hingeht. Und bin schon gespannt. So, ihr Lieben, wir sind mittlerweile zu Hause angekommen. Es ist heute total warm, ich weiß nicht warum. Ich habe für Lina Bücher gekauft vor ein paar Tagen. Moment, ich zeige euch das mal. Damit wir auch Beschäftigung zu Hause haben. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich habe zweimal Bastelmappen gekauft. Einmal das, einmal das. Das wollte ich jetzt gleich mit Audel und ihr zusammen machen. Nur mir ist aufgefallen, wir haben gar keinen Kleber zu Hause. Aber ich finde schon irgendwas. Dann habe ich ihr so ein Wimmelbuch gekauft. Mein großes Wimmelbuch, Ruhrgebiet. Das ist perfekt für sie. Und dann habe ich das für mich geholt. Stickern nach Zahlen. Hier muss man nach Zahlen stickern. Ich bin mal gespannt, wie das so ist. Hier sind dann die Sticker drin. Cool, das macht bestimmt Spaß. Also das ist... Ja, genau.
Das sieht dann so aus. Da muss man sehr, sehr präzise mitarbeiten. Ja, das war's auch. Und die andere Malbücher habe ich jetzt bei meiner Mutter gelassen, damit sie auch da was zu malen hat. Ich muss duschen. Genau. Ja, ich muss duschen. Was anderes gibt es eigentlich nicht. Wir waren im Laden von Audash, haben gespielt. Vielleicht machen wir uns einen schönen Abend, trinken etwas und ja, aber erstmal, der ist jetzt mit Lina baden und dann bin ich dran. Ja. Vielleicht kann ich auch morgen den Fashion Hall abdrehen, wenn Audash zu Hause ist. Obwohl, ich glaube nicht, weil Audash hat morgen Fußball. Das ist so scheiße. Immer wenn ich was plane. Eigentlich hat er donnerstags frei, aber wir haben Dienstag früh einen Termin. Und da müssen wir hin. Und deswegen müssen wir früh aufstehen. Und wenn Audash bis 3 Uhr arbeitet, geht das schlecht. Na, jetzt habe ich ein Pyjama hier. Und ein Buddy brauche ich und Pampers. Ja. Oh, Leute. Übrigens fange ich morgen mit meiner Diät an. Ich habe nämlich bei Shape Babe bestellt. Ich will das wieder mit dem Shake machen. Und dieses Mal werde ich euch auf dem Laufenden halten. Also ich werde jeden Tag berichten darüber. Also ich werde das jeden Tag aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in einem Vlog dann immer ist. Oder ich will ja nicht wieder täglich vloggen. Aber ich werde das halt immer aufnehmen, wie ich trinke. Und ob mir das schmeckt, weil dieses Mal habe ich Schokolade bestellt. Ich bin gespannt. Mal schauen, wie das wird. Weil viele haben mich wieder angeschrieben. Übrigens, der Rabattcode gilt immer noch. Ist HI10, damit könnt ihr 10% sparen. Ja, ich bin gespannt. Jetzt brauche ich einen Body mit Kurzarm. Mit kurzen Ärmelchen. Genau, Leute. Achso, ich wollte den Kleber suchen, damit wir mit Lina gleich basteln können. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, das war so ein Roll-on-Kleber. Das stelle ich mir kurz so hin. Und ich muss mich langsam mal wieder hier durchscannen. Weil dieses Ding ist unnormal gut, Leute. Ich weiß, ich habe noch kein Video dazu abgedreht. Aber das Teil ist so gut. Ich habe jetzt, ich war jetzt 2 Monate richtig haarfrei. Und ich muss es aber jetzt wieder machen. Und so langsam wird es wieder Zeit. Das muss man ja regelmäßig machen. Aber stellt euch vor, ich bin so faul, das zu machen. Beim ersten Mal und zweiten Mal war es voll gut. Aber ehrlich, beim ersten Mal merkt ihr schon Unterschiede, Leute. Aber wie? Vor allem, wenn ihr helle Haut habt und dunkle Haare. Ja. Of it, the slow and without wit, among the living I am dead. I lie awake at night, daydreaming about life, in the corner of my eye. Oh, all the love I feel, I wonder if it's real, or a fabrication in my head. Despite its many flaws, it could be one of those who saved my life time and again. Another hero standing by the bed as I wake up. And I am sorry. When you go out and see your friends, tell them not to worry for me. I
it, but we can barely let a shadow figure in the dark. Second I appear, all bets are off, my dear, just because I can't go back. And all the hate I feel, becoming all so real, in the center of my mind, standing frail and blue.